Heute widmen wir uns wieder einem Mann, und zwar in Deutschland noch bekannter als in Österreich vielleicht, den Herrn Glöckler. Und wir schauen uns an, was bei seinem Gesicht sich in den Jahren verändert hat und wozu das geführt hat. Mein Name ist Dr. Rolf Bartsch, ich bin plastischer Chirurg aus Wien und wir schauen uns heute einen bekannten Herrn aus Deutschland an, den Herrn Glöckler. Wenn wir uns das Vorher-Nachher-Bild anschauen, dann sind da, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viele Jahre auseinander oder her. Was ein bisschen Nachteil an diesen beiden Bildern ist, dass er in dem einen Bild, in dem Nachher, so wie wir ihn heute kennen, eher ernst schaut, nicht lacht und in dem Vorher lacht. Und das Lachen führt dazu, dass die Wangen quasi verstärkt und also nach oben geschoben werden. Das quasi verzerrt quasi diesen Vorher-Nachher-Effekt. Aber ich möchte trotzdem noch in den Drittel mit euch kurz durchgehen, was diesen Herrn Glöckler ausmacht oder warum wir, wenn wir diesen Herrn oft ins Gesicht schauen und uns irgendwie denken, huch, da passt irgendwas nicht oder uns der Anblick manchmal vielleicht stört. Etwas, was er, glaube ich, sehr bewusst macht. Er ist ein schlauer Kerl, der eine schwierige Kindheit hatte. Ich glaube, da ist nichts dem Zufall überlassen. Und nachdem er auch Modedesigner ist, weiß er ganz genau, warum er etwas macht und wie er uns provoziert. Und ich möchte dem Ganzen ein bisschen auf den Grund gehen. Oberes Drittel, Haare sehr exaltiert, einfach von einer sehr weiblichen Frisur. Aber was auffallend ist, sind die Augenbrauen. Wenn wir die Augenbrauen bei einem Mann anschauen, oder sagen wir so, beginnen wir bei einer Frau, dann ist die Augenbraue, kann man sie in drei Drittel unterteilen. Das mittlere Drittel, das ganz nah bei der Nase ist, liegt auf der Höhe von der knöchernen Kante der Augenhöhle. Das mittlere Drittel beginnt langsam hochzusteigen und das seitliche Drittel muss über dem knöchernen Rand der Augenbraue sein. Und das hat er gemacht. Er hat die Augenbraue wegrasiert, er hat sie quasi wie eine Frau relativ hoch tätowiert und relativ dünn gemacht. Das heißt, sie ist dünn für einen Mann und die Position ist falsch. Und er hat Folgendes gemacht, dass er sein Gesicht damit ein bisschen verweiblicht hat. Das heißt, wenn ich ihm mit Blau, das wird ihm wahrscheinlich eh gefallen, die Augenbraue richtig einzeichnen würde, dann wäre eigentlich die Augenbraue irgendwo hier unten und er hat sie quasi deutlich zu hoch angezeichnet. Man sieht auch den Unterschied zwischen dem Vorher und Nachher, dass eigentlich die Augen schon, die Lider schon ein bisschen hängen oder weiter unten sind, aber die Augenbraue unnatürlich nach oben steht. Und das ist schon ein bisschen komisch und verweiblicht das doch männliche Gesicht. Das heißt, Frisur, Augenbraue, hoch, weiblich. Mittleres Drittel würde ich jetzt ganz kurz nur die Nase angehen. Die finde ich ein bisschen zu schmal. Die Nasenspitze ist eigentlich super, aber ich glaube, dass da ein bisschen geschnitzt wurde. Aber die Wangen sind ganz besonders. Wir haben ja schon einige Videos gesehen von internationalen Persönlichkeiten. Es gibt auch den einen oder anderen B-Promi quasi in Österreich, der auch so ein bisschen ein Gesicht hat wie ein Mädel schon, dass wenn man bei Männern die Wangen unterspritzt, indem man quasi diesen mittleren zentralen Teil nach vorne bringt, was man ja bei Frauen machen möchte, dann kommt es zu einer Verweiblichung. Und auch das hat er quasi wieder ganz bewusst machen lassen. Das heißt, wenn wir neben der Nase zu seinen Wangen schauen, dann zieht sich die Wange relativ weit nach unten bis zur Nasolabialfalte, ist diese Wange quasi vergrößert und aufgefüllt und weniger der Jochbeinbogen betont. Und das führt wieder zu einer sogenannten Verweiblichung des Gesichts, was eben für uns irgendwie in einer Form komisch erscheint. Und wenn wir dann noch weiter runtergehen ins untere Drittel, dann quasi kommt der verstörende Teil, weil wir haben jetzt quasi irgendwie so einen weiblichen Gesichtszug nach unten bis zu den Lippen. Die Lippen sind nämlich auch extrem groß aufgespritzt. Ganz cool von den Proportionen eigentlich, also obere, kleiner, untere, größer, von den Proportionen eigentlich ganz gut gemacht, aber zu groß. Und dann kommt der Peitschenschlag oder der Paukenschlag, der volle, dichte Bart. Und dann passiert Folgendes, und das ist das, was uns verstört, dass wir dieses weibliche Gesicht haben, das plötzlich unten diesen männlichen, dichten Bart bekommt. Und das führt dazu, dass wir sagen, hey, da passt irgendwas quasi in unserer Grundwahrnehmung zwischen Männchen und Weibchen eigentlich nicht. Und er hat damit ganz bewusst gespielt und eben dazu geführt, dass er dann so eine schillernde Persönlichkeit auffallend ist, dass jeder, der ihn sieht, irgendwie quasi zweimal hinschauen muss, weil er eben diese Merkmale von Männchen und Weibchen in einem Gesicht sieht und das irgendwie verstörend wirkt. Zusammenfassend eben, alle Drittel spielen quasi Extreme der Weiblichkeit und der Männlichkeit wieder. Damit kommt es eben zu diesem Bild. Bewusst gemacht, schlauer Kerl. Gefallen tut es mir persönlich nicht. Ich glaube, darum geht es ihm auch nicht. Und es geht ihm auch überhaupt nicht darum, dass es uns gefällt, sondern er möchte einfach Aufsehen erregen. Und das hat er sicherlich geschafft. Nicht nur mit seiner Mode, sondern eben auch mit seinem Aussehen. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, einfach unten in der Rubrik, wie immer, quasi unter dem Video einfach reinklopfen. Ich freue mich darüber. Wenn ihr noch mehr von diesen Videos sehen wollt, zweimal in der Woche kommen sie, dann einfach den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Dann befüllen wir euch mit immer mehr Videos wochenlang. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr euch Zeit genommen habt, zugeschaut habt. In diesem Sinne, ciao, baba und bis bald.